Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 29. April. Und wir wollen uns natürlich den Euro anschauen, der heute vor dem Fed-Event am Abend 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die US-amerikanische Notenbank lädt hier wieder ein, um praktisch die Beschau in Sachen Zinswendezykluses zu bestimmen oder eben nicht. Aufschiebung, Frage, wann kommt es im, ja, August, September, Oktober, vielleicht sogar erst 2016. Das wird man sehen müssen. Auf jeden Fall sind hier die Markterwartungen höchst gespannt in Sachen konkreter Statements. Bleiben diese aus? Kann es eine Enttäuschung geben? Kommen diese? Kann das wiederum dann natürlich auch den Dollar schwächen bzw. beflügeln? Das ist heute ein Stück weit Pokern, insofern wie die Aussagen denn hier letztlich ausfallen und letztlich dann auch vom Markt aufgenommen werden. Ich möchte trotzdem im Vorfeld heute auf den Euro eingehen, den wir nachher in Kürze übrigens auch schon nochmal anhand der FTSE/Vektorlogik nochmal im Intraday-Bereich analysieren werden. Aber letztlich hier, das präferierte Szenario ist bekannt. Ich erwarte hier einen Ausbruch über 1,1030, 1,1035, welcher dann hier technisch erstmal eine rein korrektive Erholungsbewegung einleiten dürfte im Bereich von mehreren 100 Pips. Ich sehe hier die Chancen ganz gut, gestützt durch Saisonalität, gestützt durch die Cut-Daten und eben gestützt durch diese untere große deckelnde, beziehungsweise sage ich deckelnde, vielmehr stützende Trendlinie des Trendkanals. Doch gehen wir kurz in den Tageschart zum Euro-US-Dollar und hier unlängst eine Prognose, eben die Annahmen tatsächlich, wir schleichen uns ein Stück weit nach oben. Wir hatten den Euro-US-Dollar ja auch in der vergangenen Woche schon im Devisenradar und eben hier die Annahme, dass wir uns jetzt eben weiter nach oben arbeiten und hier ja mehr oder weniger den Kopf jetzt stoßen, seitwärts laufen, so ein Stück weit unklar, aber letztlich haben wir mit dem heutigen Abend unter Umständen schon hier genau das Szenario, dass es hier direkt zu einem Ausbruch kommt, der auch dann, wenn es turbulent wird, mehrere 100 Pips umfassen kann. Das kann heute hier eine sehr, sehr volatile Geschichte werden, je nachdem, wie der Markt das Ganze aufnimmt, verdaut bzw. umsetzt. Und andererseits natürlich, wenn es hier US-Dollar bullische Statements geben sollte, dann kann das natürlich relativ zügig auch einige 100 Pips nach unten führen. Dann darauf zu achten, was hier im Bereich 1,05, 1,0462 etc. passiert. Wenn es hier neue signifikante Tiefs gibt, dann ist sicherlich die Gefahr groß, dass hier der Euro-US-Dollar dann doch nochmal ein Stück weit zurücksackt und hier gegebenenfalls, jetzt gehe ich nochmal kurz in den großen Chart, diese große untere deckelnde Trendlinie vielleicht sogar nochmal touchiert. Vielleicht hier nochmal einen Anlauf nimmt, neues Verlaufstief im Sinne eines Fakeouts, liebe Zuschauer. Auch da muss man sich drauf einstellen, also sprich eines Täuschungsmanövers. Hier praktisch jetzt die Tendenzen, es kann einen Ausbruch nach oben geben, dann kommt es doch anders. Es gibt ein neues Verlaufstief, aber dann prallt der Preis wieder an dieser unteren Trendlinie ab. Die positive Divergenz hier vom RSI-Oszillator bleibt existent. Das könnte hier in der Summe dann dazu führen, dass nach einem neuen Verlaufstief vielleicht doch noch die Bullen zurückkommen. Aber heute, wie gesagt, ganz, ganz heißes Spiel. Da bin ich eher der Meinung, mal abwarten und Tee trinken und die Bewegungen in aller Ruhe am morgigen Tag auswerten, ob es hier zum Ausbruch kommt oder nicht. Definitiv aber noch spekulativ eine sehr, sehr heiße Sache. Hier im Intraday-Chart, wie gesagt, kommt nachher noch was zur FTSE-Vektorlogik, die für heute negativ bestimmt ist. Wir haben heute den statistisch schwächsten Tag. Das will ich ganz kurz an dieser Stelle zeigen, aufführen, mit nur 36% positiver Schlusspreise am Mittwoch während der letzten 52 Handelswochen. Der Mittwoch ganz klar signifikant der schwächste Tag. Und hier haben wir auch nochmal ein Event im März gehabt, der hier entsprechende Volatilität herbeiführte. Man erinnert sich auch, das war ein Fed-Event. 18.3. an dieser Stelle. Jetzt wollen wir aber erstmal sehen, was heute noch passiert. Wir arbeiten hier gerade an den gestrigen Tageshochs uns heran. Darf man jetzt gespannt sein, ob hier der Ausbruch gelingt. Intraday kurzfristig haben wir hier, wie gesagt, Luft bis zu diesem Widerstandsbereich, der hier im Bereich 1,1030, 1,1040, 1,1050 liegt. Das ist auf jeden Fall das, wo man hier heute durchaus noch mit rechnen könnte, wenn es denn nicht zum Ausbruch unter dieser Aufwärtstrendlinie hier im Stundenchart kommt. Und das werde ich jetzt nochmal hier kurz darstellen, schon im Vorfeld an die Analyse, die gleich kommen wird. Wäre aber hier eine mögliche Tendenz, die, dass wenn wir hier nämlich unter den heutigen Pivotpunkt zurückfallen, 1,0942, Sie sehen das. Ja, und dann hier zeitgleich, Moment, so, zeitgleich diesen Pivotpunkt nach unten auflösen, dann wäre das hier sicherlich eine eher unschöne Geschichte.
Hier, also wenn es Rücksetzer gibt im Intraday-Bereich, muss sich der Euro fangen. Sollte er sich fangen, er hat bislang übrigens nur eine Range von 36 Pips zurückgelegt. Das ist gar nichts. Im Schnitt bewegt er sich 115 am Tag. Das heißt, hier kommt noch ordentlich was. Jetzt machen wir gerade ein neues Tageshoch. Bullish sieht das auf jeden Fall schon mal aus. Wenn wir Rücksetzer sehen sollten Intraday, dann müssten die, wie gesagt, hier am Pivot Point halten. Falls nicht, haben hier die Bären sicherlich kurzfristige Vorteile auf ihrer Seite. Gut. Euro-US-Dollar relativ klar. Wir wollen uns jetzt aber mal das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen anschauen, der nämlich hier noch ein Stück weit interessanter herkommt. Bereits gestern, für alle die, die es nicht gesehen haben, im JFD Desktop, auf dem JFD Desktop gab es ja hier schon eine tagesaktuelle Analyse. Da ging es gerade um diesen Ausbruch hier. Das Währungspaar hier gerade dabei, das Level von 181, 70, 181, 80 zu durchbrechen. Und genau das ist gestern mit dieser fulminanten Kerze passiert. Wir sehen hier diesen Abwärtstrendkanal, beziehungsweise hier diese obere deckelnde Trendlinie, die ist gestern aufgelöst worden. Auch der Widerstandsbereich hier um 181,55 nach oben. Ja, ist der Knoten geplatzt und jetzt sieht es hier sehr, sehr stark danach aus, dass hier weitere Preisaufschläge in Richtung 185 Yen, 184,70 erfolgen könnten. Rein technisch liegt hier erst der nächste Widerstandsbereich vor, der Signifikantum sozusagen. Und das heißt, wir haben jetzt hier vom aktuellen Level ausgehend durch noch gute 200 Pips Potenzial nach oben. Rücksetzer, wenn sie denn kommen, wären hier oberhalb von 181,70 jetzt Kaufgelegenheiten. Die könnte man praktisch nutzen im Sinne eines Pullbacks, um hier dann nochmal aufzuspringen. Aber der gestrige Ausbruch findet heute direkt seine Fortsetzung und das sieht mal alles gar nicht so schlecht aus. Zudem heute auch beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen saisonal ein starker Tag. Ohnehin schauen Sie sich das an. Zu Wochenbeginn britisch Pfund, japanisch Yen eher auf der Long-Seite zu bevorzugen. Bis in den Mittwoch hinein eigentlich sehr, sehr positive Stats. Also hier über 55% sind positive Werte. Alles über 60 ist schon grandios. Insbesondere Montag hier mit 65% positiver Schlusspreise klar bullisch. Hingegen hier morgen Donnerstag eher mau, 40%. Das ist ganz klar der negativste Tag. Mal sehen, ob es da Zurücksetzung kommt. Heute jedenfalls mit 58% positiver Schlusspreise und einer ja, durchschnittlichen Wochenvolatilität von 23%. Das ist auch klar überzugewichten. Haben wir heute hier noch einen starken Handelstag zu erwarten mit viel Volatilität, mit Aufschlägen nach oben. Das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen ja selber ohnehin für Volatilität bekannt. Aktuell 91 Pips schon gelaufen. Sehen Sie, die Tageskerze ist recht groß, aber im Schnitt bewegt sich das Paar gute 130 Pips. Also hier könnten noch durchaus 40 weitere Pips nach oben draufgelegt werden. Insofern mal nicht uninteressant, das Paar auch im weiteren Tagesverlauf. Hier ganz kurz auch im Stundenchartintervall noch die Abschlussbetrachtung. Da sehen wir hier, dass wir uns da über diesen Trendkanal, diesen leicht begrenzenden, deckelnden Trendkanal während des gestrigen Handels, während der gestrigen Abendsession nach oben, dann hier im Sinne des Ausbruchs vom Mittag hier weiter nach oben emporarbeiten konnten. Und ja, Rücksetzer an dieses Level werden jetzt hier praktisch an diese obere Trendlinie jetzt auch Kaufgelegenheiten. Hier Levels 182,50, sofern es denn dazu kommt, könnten hier zum Einstieg dienen. Ansonsten hier Resistance Point 3, heute ein mögliches technisches Kursziel, wenn es denn hier noch dynamisch zur Sache geht. Wie gesagt, gute 40 Pips haben wir noch. 183,50 rund ist das Resistance Level 2, scheint mir für heute ein sehr, sehr lukratives und erstrebenswertes Ziel bei diesem Währungspaar zu sein. Doch achten Sie auf den Fed-Event heute Abend, 20 Uhr kann alles ein Stück weit noch turbulenter werden, beziehungsweise hier auch gewisse Tendenzen umkehren. Doch soweit ist es nicht, wir haben den Tag noch vor uns. Ich sage an dieser Stelle erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Restmittwoch. Am Nachmittag gibt es noch das JFD-Devisenradar. Ab 15 Uhr, wenn Sie mögen, kostenlos unter Events einfach anklicken, Webinare und dann können Sie sich da kostenlos registrieren. Da gehen wir auch nochmal rund um den Devisenmarkt vor dem Fed-Event. Und das soll es dann auch jetzt schon gewesen sein von meiner Stelle. Nachher nochmal das JFD Live Trading TV für den DAX und Co. Wenn Sie mögen, schalten Sie ein. Ansonsten bis bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.